Das Ölziehen, auch als Ölziehkur oder Ölspülung bezeichnet, ist eine alte ayurvedische Praxis, bei der man Öl im Mund hin und her bewegt. Doch das Ganze, warum überhaupt? Um die Mundgesundheit zu verbessern und potenzielle gesundheitliche Vorteile zu erzielen. Doch gibt es diese potenziellen Vorteile überhaupt oder nur in anderen Mündern? Das klären wir gleich in diesem Video anhand von Studien. Es bleibt wirklich sehr, sehr spannend. Auch mich hat das Ganze sehr überrascht. Hier ist, wie es normalerweise gemacht wird. Erstens, Auswahl des Öls. Traditionell wird Sesamöl verwendet. Aber viele Menschen verwenden, warum auch immer, Kokosöl, Sonnenblumenöl oder Olivenöl. Wieso ich das nicht machen würde, das klären wir auch gleich in diesem Video. Es ist wichtig, ein hochwertiges, kaltgepresstes und ungefiltertes Öl zu wählen. Wenn man noch das alte Frittierfett hat und es sinnvoll verwenden will, ist das sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt. Apropos Zeitpunkt. Zweitens, Ölziehen wird oft morgens und auf nüchternen Magen durchgeführt, bevor man etwas gegessen hat oder getrunken hat. Drittens, Menge. In der Regel nimmt man etwa einen Esslöffel Öl im Mund, obwohl die genaue Menge variieren kann. Viertens, Durchführung. Das Öl wird auf etwa 15 bis 20 Minuten lang im Mund hin und her gespült, ohne es zu schlucken. Ganz wichtig. Es wird zwischen den Zähnen, um die Zunge und im Zwischenzahnraum bewegt. Fünftens, ausspülen. Nachdem du das Öl gezogen hast, wichtig, spuck es in den Müll, nicht ins Waschbecken. Da das Öl nach einer Weile dickflüssig wird, kann es auch die Rohre verstopfen. Anschließend solltest du deinen Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Es wird behauptet, dass Öl bzw. Ölziehen verschiedene Vorteile bietet. Darunter Verbesserung der Mundgesundheit, indem Plaques reduziert werden und die Zähne aufgehellt werden. Plaques sind vor allem Bakterien auf den Zähnen, wie auch abgestorbene Zellen und Nahrungsreste, wenn du mal wieder nicht richtig gekaut hast. Ja. Diese sind die Hauptursache von Karies, also Löchern in den Zähnen, Zahnstein oder auch Zahnfleischentzündungen, das kennen wir alle. Und dazu schauen wir uns mal die Datenlage an, ob Öl dort wirklich so wirksam ist. Der Titel der Studie lautet wie folgt: Wirksamkeit der Ölziehtherapie mit Kokosnussöl auf das viertägige Plaquewachstum. Eine randomisierte klinische Crossover-Studie. Das klingt doch vielversprechend. Hier wurde Kokosöl gegen Chlorhexidin, auch bekannt als Chlorhexamet, eine Art Mundwasser, ja, getestet. Zunächst der hintere Mundbereich bezogen auf das Plaquewachstum. Wie wir natürlich auch wissen, wirkt Chlorhexidin natürlich gegen Plaques, ja, im Mund. Erstaunlich zu sehen ist, dass sich im hinteren Mundbereich Kokosöl und Chlorhexidin nicht unterschieden haben in der Wirkung bezogen auf den Plaque bzw. dessen Ausbreitung. Noch erstaunlicher ist der Stain-Index, also die Fleckenbildung, ja, und die Färbung auf den Zähnen. Und diese war sogar statistisch signifikant mehr verringert in der Kokosöl-Ziehgruppe so, als durch Chlorhexidin. Anders sieht es im vorderen Bereich aus. Da unterscheidet sich Chlorhexidin signifikant in der Wirkung, ja, gegen die Plaques. Anders dann wieder beim Stain-Index, die Fleckenbildung wird signifikant eher durch das Kokosöl positiv beeinflusst. Also zusammenfassend, beide wirken gegen Plaque, aber Chlorhexidin signifikant stärker, aber nicht bei Fleckenbildung auf den Zähnen. Dann gab es noch eine weitere Studie, die randomisiert war mit Menschen und auch dort konnte gezeigt werden, dass Kokosöl und das Chlorhexidin beide signifikant die Plaquebildung beseitigen. Das Schöne war, dass nochmal betont wurde, dass Kokosöl natürlich sei und deutlich milder und daher auch ohne Nebenwirkung sei. Doch wieso benutze ich denn jetzt kein Kokosöl? Die Antwort liegt hinter dieser Studie verborgen. Daher, Sesam, Sesam, öffne dich. Vergleich der Plaquewachstumshemmung durch die Ölziehtherapie mit Sesam oder Kokosnussöl anhand einer viertägigen Plaquewachstumsstudienmodell. Eine randomisierte klinische Crossover-Studie. Das muss ich nochmal betonen, dass es nicht nur eine randomisierte Studie ist, die als Goldstandard ja schon gilt in der Wissenschaft, sondern auch noch eine Crossover-Studie, wie ihr hier seht. Dort werden die beiden Gruppen zufällig ausgewählt und dann nochmal getauscht, dass die vorherige Gruppe, die Kokosöl bekam, jetzt Sesam bekam und andersherum. Ja? So dass es nicht zu irgendwelchen Zufällen kommen in der bestimmten Gruppe so gesehen. Ja? Nichts hat momentan mehr Aussagekraft als dieses Studienmodell in der Wissenschaft, ganz klar. Ebenfalls sehr wichtig, die Parameter der Probanden haben sich vor der Studie nicht signifikant unterschieden. Ist ja auch sehr wichtig für die Ergebnisse danach. Wie wir sehen können, steht SO für richtig, Sesamöl und CO für Kokosöl, nun Englisch mit C, ne?
So, und bezogen auf die Plaquebildung zeigt Sesamöl statistisch signifikant bessere Ergebnisse, außer im letzten Punkt, ja, dem vorderen, unteren Bereich an den Schneidezähnen. Da war Sesamöl auch besser, aber nicht signifikant eben, ja. Aber sonst in jedem Punkt statistisch signifikant bevorzugt Sesamöl hier ganz klar gegenüber dem Kokosöl. Und von daher an benutze ich auf jeden Fall kein Kokosöl, wenn ich denn mal Öl ziehen mache, was ich nicht so häufig mache, aber es kann schon mal Sinn machen. Bezogen auf den Geschmack zwischen beiden Ölen unterschieden sich diese auch nicht statistisch signifikant, so beantwortete es die Teilnehmer in der Studie auch, ja. Die Wirksamkeit von Sesamöl gegen den gängigsten Erreger im Mund, gegen Streptococcus mutans, ja, wurde schon 2008 in einer triple-blinden, randomisierten Studie belegt und das mit einer statistischen Signifikanz. Also, Zwischenfazit. Ja, Ölzyan wirkt gegen Plaques, hat keine Nebenwirkungen und Sesamöl ist besser, deutlich, nein, signifikant besser als Kokosöl, ja, da Kokosöl dem Chlorhexidin etwas unterlegen schien, ja, konnte Sesamöl hier eine echte Alternative sein, denn in dieser randomisierten Studie zeigten nämlich Sesamöl und Chlorhexidin beide statistisch signifikante Verbesserungen bezogen auf die Plaques im Mund, von daher ist hier sicherlich das Sesamöl das, was dem Chlorhexidin die Stirn bieten kann. Dann soll Öl noch anderes können, und zwar Beseitigung von schlechten Atem. Auch hierzu gibt es eine randomisierte Studie, die die Wirksamkeit von Sesamöl belegt in Bezug auf Mundgeruch. Die Konklusion der Studie lautet wie folgt. Die Ölziehtherapie mit Sesamöl hat sich ebenso wirksam erwiesen wie Chlorhexidin bei Mundgeruch und Organismen, die mit dem Mundgeruch in Verbindung stehen. Ja. Auch hier liefert Sesam wieder ab, muss man sagen. Ja. Dann soll Ölziehen angeblich Parodontitis mildern können. Auch dazu habe ich recherchiert und eine triple-blinde, randomisierte Studie gefunden. Das heißt wieder super Design. Diese besagt, aus dieser Studie wurden die folgenden Schlussfolgerungen gezogen. Sowohl in der Sesamölziehgruppe als auch in der Chlorhexidin-Gruppe wurde eine statistisch signifikante Verringerung des Plaque-Index-Scores festgestellt, also in beiden Gruppen. Sowohl in der Ölziehgruppe als auch in der Chlorhexidin-Gruppe wurde eine statistisch signifikante Reduktion des Parodontose-Index-Scores festgestellt, also in beiden Gruppen. Übrigens ziemlich fancyes Wort, Parodontose-Index-Score. Die Kolonienzahlen der Mikroorganismen in den Plaqueproben wurden in beiden Gruppen deutlich reduziert, obwohl die Reduktion, jetzt kommt's, in der Ölziehgruppe, das heißt in der Sesamölziehgruppe, größer war als in der Chlorhexidin-Gruppe. Gab es aber keine signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, aber trotzdem war hier das Sesam sogar noch ein bisschen größer. Man sieht, dass Sesam hier sogar besser wirkte als Chlorhexidin, daher ist Kokosöl absolut keine Konkurrenz für das Sesamöl. Ja. Wenn man schon Ölziehen betreiben möchte, ja, wieder was gelernt, ja, daher immer den Daumen nach oben lassen für den fleißigen Patrick hinter dem Mikrofon und gerne am Ende des Videos in die Videobeschreibung schauen und dort reinklicken, um mich wirklich zu unterstützen, damit ich noch mehr Videos für eure Gesundheit machen kann, denn da könnt ihr nämlich auch Gesundheit tanken in der Videobeschreibung. Wechseln lohnt sich. Dann wird noch behauptet, dass es die Entgiftung beschleunigen soll. Dazu gibt es natürlich keine wissenschaftliche Grundlage, denn wir entgiften natürlich nicht wirklich über den Mund. Daher wäre ich hier vorsichtig. Es kann sein, dass kleinste Mengen aus den Zellen in dem Öl gelöst werden, ja, nur ist dies sicherlich nicht merklich oder messbar. Das einzige legale Mittel, was wirklich den Körper, und zwar im Inneren des Körpers, ja, entgiftet ist liposomales Glutathion, ja. Zeolit, ja, kann nicht in den Körper gelangen, außer die Marketing-Gurus erzählen es dir natürlich, ja. So, es gibt nur im, es wirkt natürlich nur im Darm, ja, dieses Zeolit und so weiter, ja, und hat daher keine direkte Wirkung im Körper auf Gifte, ja. Zudem ist es oft mit Schwermetallen belastet, ja. Daher überprüft euren Glutathionspiegel viel mehr, ja, so wie den Alpha-Liponsäurespiegel, ja, wenn ihr eure Entgiftung wirklich seriös entgegentreten wollt, ja. Denn du kannst kein Gramm entgiften, wenn du nicht genügend Glutathion im Körper hast, ja. Erst dieses Molekül leitet über die Leber die Wasserlöslichkeit ein, in dem zu entgiftenden Stoff, der dann quasi über den Urin ausgeschieden wird und den Körper verlässt. Das ist immer der gleiche Zyklus, ja. Es gibt kein Mittel, was du einfach einnimmst und in deinen Körper gelangt, diesen Giftstoff bindet und ihn ausscheidet. Das kann nicht funktionieren. Das läuft immer über die Detoxifizierungsphase 1 und 2 in der Leber und diese ist glutathionabhängig und nichts anderes. Und damit ist der Satz
beendet. Punkt. Das kann nicht anders funktionieren. Das ist biochemisch nicht möglich. Ja? Es sei denn, du nimmst irgendwas, was sicherlich dann aber auch verschreibungspflichtig wäre. Ja? Irgendwelche strengen Chelatbilder, die aber auch wirklich alles binden. Ja? Auch gute Mineralien, wie auch immer, die dann auch wirklich gefährlich sein können. Ja? So, das war's. Wie gesagt, alles Interessante für euch auch noch in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Und wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich, wieder. Sehr gerne ein Abo dalassen und ein Like. Und ich sag bis dahin ciao und bis zum nächsten Mal.